Was ist dies? So. Ah, ich bin jetzt hier also der... in der Richtung. Ja, ja, du bist jetzt auch Verstecker bei Soland. Wow. Ein Spiel, das wir noch nicht ganz verstehen. Und nur spielen, weil wir zu arm für Prophan sind, quasi. Die beiden, ja. Aufzug ist offen. Oh, huch. Was haben wir das gerade da? So, ich verstehe auch noch nicht ganz, was ich jetzt denn hier tun kann, alles. Ja, du kannst dich verstecken und in Ragdoll-Modus gehen. Dann kannst du dich nicht mehr bewegen, verhältst dich genau wie ein normales Objekt. Ich meine, ich jetzt als Sucher. Achso, du bist Sucher, okay. Ich bin Sucher. Ja, dann kannst du durch die Gegend laufen und musst uns suchen. Und kannst mit Q war das, glaube ich, den Herzschlag von uns hören. Das Umgucken übrigens ist, je nachdem, wenn man, je nachdem, wo man ist, richtig mies gemacht, ne? Dass man quasi kaum Sichtfreiheit hat als Objekt. Der Simon. Ja. Ist die Tür gerade aufgegangen von selber? Nein. Lass mir das wieder ein. Tschüss. Was war das? Die Liste kann wirklich jedes Item sein, ne? Mhm, so ziemlich. Die ganz großen eher weniger, so Schreibtisch und so weiter. Bäh. Ja, ja, die sind ja ziemlich unbeweglich. Aber was war das? Warte, ich bin richtig schlecht als Sucher. Siehst schon. Och, geht. Er ist also abgehauen. Ah. Tür öffnen. Tür öffnen funktioniert. Ach. Ich will Sachen rumlenken. Okay, ich habe hier gerade was beschossen, es ist verschwunden. Ja, yep. Aber auch dein Leben ein klein wenig. Ein bisschen weird. Okay. Ah. Hallo. Was habe ich denn hier gehört? Was? Fuck. Hä? Was ist denn los? Die Physik von den Sachen, ich ziehe hier gerade. Scheiß Ding. Alter. Hilfe, ich ziehe hier alles mit, was geht. Was denn? Sag nicht, dass man auch diese Dose. Doch, ernsthaft? Doch, ja. Man kann auch diese Dose kontrollieren. Du kannst auch diese Dose kontrollieren, ja. Das macht das Spiel ja so wundervoll. Was? Ihr pumpt irgendein Erz. Ich weiß aber nicht. Schön ist, ich weiß wirklich mehr als du momentan. Was für Sachen irgendwie passieren. Ja, du weißt halt schon, man kann Herzen auch durch Bäume, also durch Wände und alles hören. Ja. Aber ich weiß nicht, ich check das gerade nicht. Gibt's zwei Stockwerke oder was? Nein. Das ist ein bisschen. Ja. Das ist nur dieses eine Stockwerk. Also einmal treffen reicht auch, ne? Einmal treffen ist. Nee. Teilweise musst du auch mehrmals treffen. Oder du machst Rechtsklick, dann hast du so ein AOE-Ding. Genau das. Ja. Aber halt, ne, du darfst nicht so viele unschuldige Gegenstände in dunkle Materie umwandeln. Das ist. Ey, bist du in der Wand oder was? Nicht gut fürs Herz. Will mich der Gegenstand hier ärgern oder ist das ein Mensch? Weiß ich nicht, klick drauf, dann weißt du es. Boah, Alter. Auch gut. Also die Physics von einigen Sachen sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also ja. Man wird von Items geblockt irgendwie.
Ja, ne? Wie im echten Leben. Okay, jetzt ist sowieso vorbei. Noch nicht ganz. Ja, 11 Sekunden, ne? Chance hast du noch. Ey. Bleib mich ein bisschen rumkommen. Nicht sein, ey. Komm, ich war der Schrank hinter dir in der Ecke. Du hast sogar einmal auf mich draufgeschlagen, aber ich hatte noch ein Leben. Was? Was? Echt? Ja, das war echt der Schrank. Mann! Der kleine blaue Schrank in der Ecke. Ja, den hatte ich ja schon irgendwie abgegrast. Ja, der war für mich schon weg. Eben, hab dir das so draufgeschlagen. Ich hab schon gedacht, wenn du nochmal draufschlägst, muss ich losrennen. Danke, Scheiße, ey. Okay, jetzt muss ich hier irgendwie. Ich hab gedacht, ich halte mich mal lieber ruhig, weil, ne? Das leckt so unglaublich, ey. Ja, beim letzten Mal spielt nicht noch die GTX drin. Wie kann man ein fester Gegenstand sein? Achso, einfach E. Drüber hovern, zielen und E. E, aber. Na, Junge. Oder was meinst du? Achso, Rector ist R. Ah. Ah, sehr interessant. Danke. Kein Thema. Ich hätte zu kriegen, das ist die Qual. Weil ich eben lagge, es laggt bei mir. Wieso kriegen wir sowieso die Qual, das kleine Mandarine? Alter. Affu. Nein. Nicht ernsthaft. Schade, ich hatte gehofft, dass du nur den kleinen nimmst. Nee, das war mir schon klar, dass du da. Konstantin ist Pro. Ja. Full Pro. Hi. Ja, das macht's viel besser. Schneller als du das besser, ne? Nein. Bleib. Ah, ich hab fest. Ich hau einfach ab. Nein. Scheiße. Sieg für Corby. Das Clown-Kostüm übrigens. Mhm. Ja, das ist super. Oh Mann. Ist das dumm. Ach was? FOV 90 zu hoch? Nö, eigentlich ja nicht, oder? Oh. Ein bisschen was zerrt's schon. Naja, oh egal. Mann. Das war witzig. Ja. Nein. Hä? Aha. Ah. Hättest nichts gesagt, vielleicht wäre ich weitergegangen. Na. Dürfen. Muss halt dran denken, ne? Das sind ja keine One-Shot-Kills. Ja, dieses fette Ding dachte ich jetzt schon einigermaßen. Hm. Du siehst dein Leben als Objekt. Ja. Eben hier ja. Dosen und Mandarinen, alles was klein ist, hat halt recht wenig Leben. Ja. Größere Gegenstände schon eher. Diese wirkte deplatziert. Wer ist eigentlich gerade wieder Jäger? Ich. Ah. Auch nicht wahr. Aber ich nehme an, ist nicht viel. Außerdem ist nicht vielleicht den Feuerlöscher. Du warst da, ne? Du bist jetzt wieder weg. Ja. Logischerweise.
Da kannst du jetzt ein gutes Versteck gefunden. Ja, ich würde sagen. Wirklich? Tisch. Do you even physics? Doch nicht, okay. Nee, doch. Ach, Junge. Was denn? Nee, alles gut. Hab nichts gesagt. Lass ruhig, dass ich an Call vorbeigerannt bin, oder wie? Ja, sag's nicht, es ist okay. Darf's nicht sein. Nehmen wir es mal als Ja. Aber doof lachen. Doof lachen darf ich auf jeden Fall. Ja, ist gut. Aha. Ja, viel hätte ich nicht mehr tun können. Der Dämon, der den Drucker besitzt. Ja, den gibt's wirklich, ne? Mhm. So. Was heißt das unten eigentlich, wenn man Hunter ist, unten dieses Ding? Also das Q ist das Herz zum Erkennen von dem Herzschlag, aber das daneben, was soll das heißen? Das ist dein Rechtsklick-Attacke, also diese AOE-Dingen. Ach so, okay. Wow, man kann die Klotüren öffnen, das ist interessant. Ja. Warum wundert dich das so? Das ist voll wie in so einem Horrorspiel, so. Du bist echt gut ausgewichen, kann das sein? Was ich? Nö, gar nicht, hab mich ja nicht bewegt. Jetzt muss ich ein bisschen umlaufen. Bisschen aufmachen. Mach mal einfach die Türen auf. Aber das ist ein klein wenig billig, weißt du das? Mehr sage ich dazu nicht. Geht doch. Ja. Hat sich bewegt. Außerdem. Was? Du hättest mich hier auch gefunden. Wahrscheinlich, ja. Du hast mich ja auch schon mal gefunden. Ja, ich. Oh, das sind jetzt wieder eure Absprachen hier. Die geheimen, die ich gar nicht verstehen kann. Ist auch gut so. Dann gebe ich dir keine Tipps, ganz einfach. Ich sag nur, sein Versteck ist einfach ziemlich billig. Du hast es auch schon mal genutzt. Ja. Das ist ja krass, dass man jeder kleinste Gegenstand sein kann. Ja. Irgendwie. Das ist schön. Du kannst aber auch so ein Getränkeautomat sein. Ja, ja eben. Stimmt, im richtigen Drop Hunt kann man die Gegenstände, glaube ich, nur kopieren. Nicht wirklich in Besitz nehmen. Also doch ein bisschen was anderes hier, meinst du? Ja, keine Ahnung, ich habe Prop Hunt nur kurz gespielt. Alter. Einfach mal Kuh hämmern, wenn es bereit ist. Bücher. Immer wenn es bereit ist. Aber, ah! Alter, diese Physics. Die Gegenstände sind ätzend. Klopf, klopf. Alter. Moment. Bäh. Nö. Unmöglich.
Dann. Okay. Ja, dann ist das billig, na und? Ich wollte es nur angemerkt haben. Alles das ist effektiv. Das ist wahr. Ja, du und deine Soundeffekte, ey. Diese Türen und so hier. Ah. Ist schwierig. Ist ja noch eine Alpha. Das geht einfach um die. Du drehst dich ziemlich im Kreis. Ja, ich weiß, ich bin noch gerade so ein bisschen. Mega ratlos. Und laufe gegen Türrahmen. Ich seh's. Hüp. Warte ihn hier schon irgendwann an der Decke. Theoretisch möglich, dass man irgendeinen Rauchmelder übernimmt oder so eine Scheiße hier? Nein. Weil ich weiß nur Gegenstände, die irgendwie auf dem Boden sind und nicht mit irgendwas verbunden. Also ich komme gerade nicht auf klar. Du warst in den letzten Sekunden sehr nah dran. Den Tipp gebe ich dir jetzt einfach mal. Hi. Lief deine Scheißdose? Nein. Das war nur deine Imagination. Alter. Kann doch nicht sein. Hi. Free <you. lacht> Scheiße. Ja, ich hab mal hier. Gegen Ende war ich sogar noch die große Tragbare da, ey. Dem großen Tragbar. Vor allem, ich wollte eigentlich nur die Tür öffnen und bin dann irgendwie die Bare dahinter geworden. Ja, auch gut. Und die war trotzdem offen. So, wer ist jetzt Corby, ne? Sucher. Dann sag halt nichts. Halt nichts. Gut. Ah, es geht viel zu schnell. Man darf echt kein zu kleiner Gegenstand werden. Mhm. Vor allem das musst du wissen, wenn Gefahr droht und weglaufen. Ja. Jetzt kommt das, das Ding vielleicht einen so einen kleinen Dings aushält, aber es hält ja gar nichts aus. Ah, da bist du, okay. Oh nein! 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 Du passt nicht durch die Tür! Ich hab den Falschen angeguckt. Nein, hast du nicht, du hast den Richten angeguckt. Nee, hat nur gewechselt. Ah, okay. Und ich hatte nicht auf dem Schirm gehabt, dass der Raptor-Modus dann aktiviert bleibt. Deswegen habe ich nochmal hergedrückt und deswegen habe ich umgedreht. Dezenter Fail. Aber man passt nicht durch die Tür, den Fehler habe ich auch selber schon gemacht. Ja. Ich meine, ich weiß, das ist erstmal dieser Riesenautomat, von daher. Pling! Also irgendwie wann und wie lang man den Herzschlag war, ist auch ziemlich random. Kann sein. Hi. Naja. Sagen wir so. Sekunde mehr noch und dann wäre ich wieder gezeichnet gewesen. Hast du gerade Clownsgeräusche gemacht? Ja.
Das ist creepy. Was? Ja? Ja, alles gut. Alles super. Man eigentlich als... Ah. Mit Rechtsklick kannst du Leute verfolgen. Mit Linksklick kannst du durchschalten. Ja. Ist nicht interessant hier. Der Schwachsinn. Tür, please. Wo genau ist es hier? Achso, okay. Ja, okay. Ich hab's. Du weißt, du kannst immer fliehen, ne? Ja, du weißt es schon. Hi. Ja, du hättest doch gerne nochmal wechseln können. Ja, hab ich versucht. Wollte nicht. Wollte schon wieder nicht. Geh auf zur Tür. auf. Mit Tür. Tür. Ah. Ernsthaft? Hä? Ja. Niemand, wie scheiße bist du eigentlich? Daneben geklickt. Ich wollte eigentlich einen Rollstuhl, aber ich habe R statt D gedrückt. Naja. Kann ich mir spektaturieren? Ja. Auch gut für die Aufnahmen. Wo steckst du? Da steckst du, okay. Ganz einfach mit Linksklick. Ich weiß. Man sieht also. Der ist wie das Mini-Gegenstand, der einfach von mir wegrennen kann. So klein ist der nicht. Hätte nur nicht erwartet, dass man der Gegenstand. Keine Tipps werden geben, kann. Du. Ja, komm, sagen, so klein ist der nicht, der kann man wo machen. Oh Gott. Ja, nun. Pling! Pling? Ja. Pling. Ja, Vorsicht. Das ist kein Gegenstand mehr aus der 8. Nein, du kannst keine Steckdose werden. Das nur so am Rande. Schon klar. Aha. Steckdose der Herzen. Was? Wie kommst du drauf? Kannst keine Steckdose werden. Ja. Wie viel Leben hast du überhaupt noch? So viel, wie du hier vernichtest. Nicht allzu viel? Alter, kann das wahr sein? Nein. Is it reality or is it just a fantasy? Jetzt muss ich... Rage. Ja, ich wollte gerade in der Sekunde losrennen eigentlich. Irgendwas, da musste er ja sein. Ja. Und ich hatte nur noch 10 Leben. Ja, ich hätte wirklich losrennen wollen, aber ich war noch im R-Modus. Und. Ah, da ist er weggelaufen. Tilly! Ja.
Warst der Bürostuhl ursprünglich, oder? Ich war der Bürostuhl, ja. Ach, Konstantin ist der andere. Ich hab einmal zu viel gedrückt. Nein. Perfekt. Lee. Konstantin, wie schlecht bist du eigentlich? Ey, ich überlebe. Ja, weil ich mir gar keine Mühe gebe. Ach, schön. Bonk. Aber wenn man genug Leben hat, geht's, ne? Ja. Ich verleihe den anderen. Wirklich bei mir. Wie viel hast du? Oh Mann, war das blöd. Kann ich nicht mehr tröten? Warum kann ich nicht mehr tröten? Boah. Geht ja voll ab, ey. Hi. Was? Ich hab's gehört. Hm? Wie? Ich hab keine Sounds gehört. Du hast kein Schlaggeräusch gemacht. Ja, das höre ich, aber... Ja, okay. Das hab ich nämlich eben nicht gehört. Ja, ich hab das Schlagen nicht gehört. Ich höre deine Schritte auch nicht. Die höre ich nie. Nee, man hört die Schritte vom Clown, wenn man... Dings ist. Einer ist. Okay. Ah, wo bist denn du? Mir ist so nie aufgefallen. Wo ist wer? Alle. Du Originell. Na, Konstantin. Ne? Achso, ich hab. Okay. Wer? Wei. Hier war jemand, hier ist Chaos. Ich sag's mal so, ich würde mich an deiner Stelle nicht ständig bewegen. Was? Nichts, ist nur eine Vorwarnung. Ständig bewegen. Also Konstantin gemeint, ja gut. Bewegt sich doch gar nichts. Gar nicht, also. Bewegt mich nur oft genug, weißt du? Eine Strategie hinter. Ja, ja. Strategie wird niemals aufgehen, aber es ist eine Strategie hinter. Hast du eigentlich einmal gewonnen bis jetzt? Ich? Ja, einmal eben als Suchtyp. Hast du als Objekt schon mal gewonnen? Nö. Ja, Na, hat einen Grund, wa? Zu scheiße. Oh. Hey, ich hab nicht sehr viel Übung darin, mich als Objekt irgendwo zu verstecken. Wir haben auch nicht viel mehr Übung da drin. Nicht? Ihr habt das zumindest schon irgendwie mal gespielt. Ja, ja, wir haben das bereits einmal gespielt. Kurz. Na, ich null mal, das ist ein Unterschied. Ja, komm, das ist ein Spiel, das lernst du innerhalb von 30 Sekunden. Hat eine geringere Lernkurve als, was weiß ich, Tetris. Tetris hat eine enorm krasse Lernkurve. Nö. Eigentlich Tetris doch. Hat eine enorm krasse Perfektionskurve, aber lernen kannst du das Problem nicht. Ja, okay. Das stimmt.
muss auch mal gucken, was man lernt. Die Steuerung oder. Ah, sieh mal, wo bist du denn gerade? Ah, okay. Im Büro und ich höre außer meinem Drücken nichts. Also den Tisch zu rammeln bringt dir wenig. Ja, ja. Ich will das auch sehen. Dann kannst du, ja, dann komm her. Ja, hättest du gerne. Wait, warum war das Totgeräusch in diesem Raum, wenn ich doch in dem Raum da fuck? Weil das Spiel eine Alpha ist und verbuggt wie Scheißdreck. Ja, ja. Aber... Denk mal drüber nach, warum hast du eigentlich ein Messer in der Hand, wenn du mit irgendwelchen lila Sphären deine Gegner zerstörst? Hab ich eigentlich in der linken Hand eine Stoppuhr oder was ist das? Kann sein, ich kann es nicht erkennen, weil du dich bewegst. Ja, ich werde nicht stehen bleiben. Darf ich Angst haben? Nein. Okay. Dann habe ich keine Angst. Weil Angst verrät dich. Dein Herzschlag. Ach, der ist ganz hoch. Du weißt, dass du jetzt den Herzschlag auch kurzzeitig verstecken kannst, ne? Mhm, ja. Okay. Ist halt wirklich nur, keine Ahnung, 2 Sekunden oder so, deswegen. Hat er wahrscheinlich auch gemacht, denn ich bin jetzt ja einmal durchs ganze Level durch und hab nichts gehört. Ich bin einfach nur gut. Vielleicht ist auch einfach nur dein Sound verbuggt. Wie meiner auch. Ich hab nämlich dich nicht gehört. Wäre möglich. Na egal. Yeah. Wo steckt er denn? Sagen wir so, du bist schon 3-mal noch vorbeigelaufen. Ja. Whatever. Ein kleiner blauer Schrank im OP-Saal. Ach je. Natürlich, was sonst? Oh, Moment, Moment. Geht das? Was? Ja, das geht. Cool. Bling! Alter! Ah? Die Physik. Ich schieb hier gerade so ein orangenes Krankenhausbett vor mir her. Ach so. Über einen ganzen Flur irgendwie. Da habe ich doch ein kleines Dumm vernommen. Nur ein kleines? Ist nicht gerade irgendwas vorbeigehüpft, oder? Nein, das bildest du dir nur ein. Verarschen? Nö. Fühl mich aber verarscht. Solltest du aber nicht. Passiert nämlich nicht. Ey. Junge. Das ist doch nicht erst auf was vorbeigehüpft, oder? Muss ich mir eingebildet haben. Man muss mal hoffen. Ich hoffe es wirklich. Ach, die Dinger da. Ach so, man kann sich auch was Kleines nehmen und sich in so einem Spind verstecken, theoretisch, ne? Könnte man ja. Auch voll die geile Idee, da kommt natürlich auch niemand drauf. Nicht, dass irgendwer der Besen Simon? Ist. Simon? Ja? Ich hab gerade so aus einem Augenblick das einfach nur so gesehen, so ganz casual. Ja, ich kann ja nicht allzu viel verraten, aber das sah ja echt schon gut aus. War es das gerade eben oder das? Einfach so den Gang runter. Ah, okay. Ich sehe dich irgendwie nicht. Dann tag mich. Weil ich gut versteckt bin. Okay. Er hat das Ding also verlassen. Über dieses gehässige Lachen.
Nein! Ist was? Du hast nicht ab. Doch! Nein! Ich hau ab! Nein! Alter, ich schieße auch die ganze Zeit daneben. Nein, das tust du jetzt nicht. Ey. You'll never catch me. Ja, Mist. Alter. Ist das dein Ernst? Du scheiß Bluttasche. Fuck. Ha? Was verpasse ich hier gerade? Du verpasst eigentlich alles. Du schießt das Blutvieh. Moment, wo bist du? Ah, okay. Alter. Boah, das ist seriously? Lange gedauert. Seriously, ja. Okay. Good job, Simon. Props to you. Das war jetzt schon echt awesome. Der ist wieder unfindbar wahrscheinlich. Nö. Also auffälliger geht's eigentlich gar nicht. Ja, keine Chance. Das ist natürlich auch eine coole Idee. Da kommt man auch nicht drauf. Müssen wir jetzt gleich erzählen, was sie jetzt gerade für einen Scheiß abzieht. Du wirst es wahrscheinlich gleich sehen mit ein bisschen Glück. Ah, schade. Ausgerutscht. Das ist. Nein, ich lasse es nicht. Perfekt. Wo steckst du? Frag ich mich gerade. Ach. Es war die orangene Papierkorb. Okay, props to you. Ich war kein Papierkorb, ich war ein Orange im Papierkorb. Das ist auf die Orange im Papierkorb, ey. Ich hab mich aber auch schon mal als Orange in den Papierkorb versteckt. Und das ist eine gute Idee. Auf mal ein bisschen Chaos anrichten. Alter. Du hast zwar R gedrückt, aber es funktioniert nicht so ganz. The fuck? Aber der Versuch war immerhin da. Ach, puh. Ich dachte, ich hätte es noch weit genug weggeschafft. Ja. Du hast aber gesehen, ne? Ne, die Transition sieht man nicht. Ne, ich meinte dich, Gobi. Du hast gesehen, ich sehe deinen Tag schon wieder nicht. Was nicht? Was wie? Dein Tag, dein Name. Ach, da steckst du, okay. Ach ja. Gott, es geht niemals gut. Der hat 4 Minuten, ey, jetzt. Ja, ich meine, die Hälfte des Weges hast du schon hinter dir. Super. Hey. Spectator sein ist toll, du kannst dich alles durchfliegen. Hm. Wann irgendwie, ne? Mhm. Ja, Wände sind doof. Ja, ich seh's. Du hast Spaß? Mhm. Ziemlich. Das ist okay. Ich hab super viel Spaß. Ich meine, warum auch nicht? An mir vorbeigerannt also schon. Also fremder Psycho-Clown bist vielleicht? Was? Ein Clown? Ein Psycho-Clown. Guck dich doch mal an, Junge. Das bin ich. Achso. Oh, Junge. Ja, sorry, ich bring das immer durcheinander. Ich war gerade eben. Also. Wir können den Namen ja nicht festlegen in dem Spiel momentan. Ja, das. Oder? Player 3 bzw. 4 ist ja Corby.
Weil er mal das Spiel verlassen hat und so. Deswegen gibt's 4, obwohl es nur 3 gibt und so. Maus, spack drum. Maus, spack drum. Ja, ich warte hier und warte, aber du kommst nicht vorbei. Ich finde das sehr schade. Okay, in-game kann man den Namen ändern, in Optionen. Also ich finde das sehr schade, dass du diese Verabredung ignorierst, ne? Aber ich finde es schön, wenn du jetzt mal hier irgendwo langkommst. Und finde ich jetzt eigentlich mal gut, ne? Aber Junge, dann eben nicht. Hast du gelernt? Also, oh, was zur Hölle. Ist was? Nee, alles nee. Gut. Das Beste ist einfach... Vielleicht ist es einfach nur verbacken, ich höre den Herzschlag nicht, das kann sein. Den verhöre ich nicht. Einfach ist das. Ich meine, wenn ich an dir schon mehrfach vorbeigelaufen bin, ne, anscheinend. Was du bist, ja. Press E to open door. Ist interessant, dass das da steht, obwohl das nicht geht. Was? Echt, das steht da? Drück einfach mal T, dann weißt du, ob der Sound geht. Ja, ja, der geht, aber das sind ja verschiedene. Ja, Konsin, kann man den Namen ändern, wenn er eh nichts tut. Also, ich tue voll viel, ja? Du stehst rum. Ja. Das sehe ich. Verstecke meinen Herzschlag. Aha. Und der Dreck sagt dir nicht. Was müssen wir kurz im Optionsmenü gehen können, da dein Name auswählen. Er quietscht ein bisschen. Ja. Du quietscht ziemlich jämmerlich, muss man schon sagen, also. Das ist schon, Schlimme ist halt wirklich. Okay, jetzt ganz ehrlich, ich sehe es ja eh nicht mehr. Wo warst du? Er ist neben ja, dir. Ja, ja. Da. Ich habe 4-mal gewechselt. Ich war die orangenen Tische da und. Ja, aber ich bin die ganze Zeit vorbeigelaufen und der Seeker kann länger den Herzschlag sehen, als der Heiler den verstecken kann. Ja. Nämlich 4 bzw. 2 Sekunden. Das heißt, ich habe den Herzschlag einfach effektiv nicht gehört. Das ist schlecht irgendwie. Ich bin hier ständig wirklich mit aktivem Dings rangegangen. Komm, mach das mal richtig schlecht. Was ist? Nee, nix, alles gut. Mach's jetzt mal richtig mies. Ja, schon wieder nichts. We developers keep working hard on Soul Hunt. Please support us with Facebook? Nee, Feedback and... Er ist bei irgendeinem PC. We will... Okay. We? Das kann ich nicht mehr lesen, weil es zu klein ist. Ja. Es steht da drauf. Wer sucht eigentlich gerade? Auf dem Blue Screen. Ah ja. Ich bin bei vielleicht irgendeinem PC-Bildschirm. Vielleicht bin ich auch ein PC-Bildschirm. Ah. Vielleicht, vielleicht, nicht. Hi. Und scheiße. Dann sollte keine Tasse mit einer Katze drauf sein. Möglich. Bäh. Und durch die Türen einfach durchschweben, das ist verwirrend. Nö, das ist praktisch. Nein, nicht ernst. Anscheinend doch. Willst du dir nicht eine Hose anziehen? Bitte for what?
Das kann ich sagen, das hilft ihm sowieso nicht. Den hab auch ich erst jetzt gerade. Also. Bears. Diary and swimming, don't mix. Bitte? Hi. Ja, das war jetzt unpraktisch, dass du gerade dann da rausgekommen bist. Ja. Dumm gelaufen. Pures Glück. Oh Gott, jetzt muss ich wieder. Ja, darauf habe ich jetzt gerade auch echt keinen Bock mehr eigentlich. Was? Kann doch gar nicht sein. Bling. Bling. Sondern nur um mich zu verwirren wieder. Ah, mein Ohr. Dein Ohr? Mein Ohr. Was ist mit deinem Ohr? Ja. Ja. So. Wenn man in der Ecke ist, sieht man echt nichts. Das hat man gut gehört, auf jeden Fall. Da. Man sieht in der Ecke rein gar nichts. Ach, da habe ich doch schon das... Oh nee, jetzt rennt der schon wieder weg. Ich kann das nicht ab. Mensch! Scheiß Schwamm, ey. Kommt mir sehr bekannt vor. Aber er macht das wie in jedem anderen Spiel, in jedem anderen Shooter. Er hüpft. Nope. Ernsthaft? Ernsthaft. Ich habe gerade, du stehst hochkant, man sieht dich. Wird das umgeschoben, weiß. Weißt du, von so einem kleinen Heft. Ey, das ist mega schwer einfach, weil du so ein... Jetzt reicht aber, glaube ich, für mich. Okay. Das Personenhand und die Alpha. Ja. Oh Mann, Mann, Mann. War schon lustig. Also. Und es hat wirklich gelaggt bei mir. Ja. Bis zum nächsten Projekt und so. Jo. Schwa. Ja.